Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer neuen Produktvorstellung bzw. zum Osmose-Upgrade Teil 3. Alle guten Dinge sind 3 und das ist jetzt dann auch das Finale dazu. Einerseits stelle ich euch hier die neue Aquamedic Easyline Professional vor und zum anderen werde ich euch natürlich zeigen, wie ich das Ganze bei mir in mein Gesamtsystem jetzt hier verbaue. Und es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die ich noch extra euch zeige. Alles andere aber gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, Easyline Professional, was heißt das? Die Easyline Professional ist eine ganz normale Osmoseanlage, die uns Reinstwasser bzw. reines Wasser produzieren soll. Sie holt bis zu, lass mich nicht lügen, glaube 89% der entsprechenden Schadstoffe raus etc. pp. Blende ich euch aber nochmal separat ein. Ich bin da nicht so der Technikfreak, auch wie das Ganze mit der Osmose genau funktioniert, hat ein Kollege hier besser erklärt. Das ist nämlich der Kollege vom Kanal Fat Air. Blende ich euch mal oben ein. Der hat da auch entsprechend eine Osmose mal vorgestellt von Aquamedic und die Erklärungen, die da gegeben wurden, die sind wirklich vom Feinsten. Da kann ich gar nicht mithalten. Von hier aus dann einen schönen Gruß rüber. Ja, kommen wir aber jetzt zu dieser Anlage. Wir packen sie einfach mal aus. Das hier ist jetzt das Modell 150, das heißt 150 GP. Die schafft maximal 600 Liter am Tag. So kommt sie daher. Und wir haben einiges, was hier drin ist. Ich räume mal aus. Bunte Schläuche, das ist schon mal schön. Da sie im Keller ist, sieht man das nicht. Und ich gucke mal, wie ich sie hier am besten rausbekomme. Einfach ausheben. So. Die Anlage gibt es in 4 verschiedenen Größen, so wie man sie gerade braucht. 50, 100, 150 und, lass mich nicht lügen, 200. Also sprich 190, 300, 600 und 800 Liter Maximalleistung bei optimalem Druck, muss man dazu sagen. Ja, der Druck, Arbeitsdruck von diesen Geräten hier liegt in der Regel zwischen 3 und 5 Bar. Und jetzt sehe ich, hier vorne liegt noch meine entsprechende Kartusche bzw. Membran. 600 Liter, 150 GP. Die müssen wir jetzt gleich auch noch einbauen. Dann haben wir hier ein Anschlussset drin. Kann man benutzen, muss man aber nicht. So wie jeder möchte. Das hier ist einmal für... Entschuldigung. Wenn man das Ganze direkt an ein Abwasserrohr anschließen möchte, bohrt man in das Abwasserrohr ein Löchlein rein, kann dann diese Schelle draufsetzen mit der entsprechenden Dichtung dahinter und dann ist das schon mal eine saubere Sache. Habe ich bei mir unten nicht. Ich habe da einfach ein Loch reingebohrt in das Abwasserrohr, was übrigens höher steht, wo kein weiteres Wasser durchläuft und habe den Schlauch einfach nur reingesteckt. Also, einmal zur Montage, Dichtung. Und eine Dichtung. Und dann haben wir hier die entsprechende, da, einmal aufreißen, das Hähnchen, was man mit anmontieren kann. Die entsprechenden Größen blende ich euch nochmal ein. Und den kann ich dann, den wird der Schlauch dann hier dann draufgepackt, wenn ich es brauche. Ich habe es unten schon im Prinzip dran. Vielleicht ist das hier dann auch noch ein kleines bisschen besser, muss ich mal schauen. Vielleicht werde ich auch diesen hier verbauen. Ja Leute, ich habe noch eine Kleinigkeit hier, die ich euch noch näher bringen will. Und zwar, dieses süße Teil ist ja bei der Osmoseanlage dabei. Und das ist mehr, als wie es eigentlich aussieht. Also ich habe es am Anfang auch ein kleines bisschen verkannt. Aber das ist die Lösung vieler Dinge. Jetzt habe ich natürlich hier, gilt jetzt nur mal als Beispiel, habe ich hier einen wunderschönen Hahn, wo das natürlich optisch nicht so passt. Ich habe auch keinen anderen Hahn, wo ich es euch mal zeigen kann. Aber wir haben einmal normales Außengewinde hier und wir haben auch die Möglichkeit, das Ganze abzunehmen
Und dann haben wir hier ein Innengewinde. So, jetzt nehmen wir hier ganz einfach mal den Sparkopf ab. Da ist nämlich auch einer drauf. Und können den hier wunderbar aufsetzen. Nachteil an der ganzen an den anderen Geräten war, nicht an diesem, war tatsächlich, dass man immer das Problem hatte, wenn man die aufgeschraubt hatte, dann war das unten zu. Und man hatte hier eigentlich immer nur den Ausgang und dann war alles blockiert. Aber jetzt kann ich tatsächlich hier hingehen. Ich schließe jetzt mal den Schlauch beispielhaft an, zum Beispiel. Ja, Vorführeffekt, der ist noch richtig gut dabei. So. Schließen wir den mal so an mit dem Ausgang nach unten, damit jetzt nichts passiert. So, und ich sage jetzt mal, das ist jetzt in einem Badezimmer oder ähnlichem angeschlossen und da war der Wasserhahn ja bisher immer blockiert. So, das ist jetzt hier nicht mehr der Fall, weil wenn der Hahn, also wenn diese Ausrichtung hier nach unten zeigt, dann seht ihr, habt ihr ganz normal, könnt ihr den Wasserhahn nutzen. Und wenn ihr dann Osmose braucht, schließt ihr diesen Hahn und kriegt dann da dementsprechend das Wasser für die Osmose raus. Das heißt also, ich kann, wie ich das möchte, regulieren und umschalten und kann diesen Hahn ganz normal weiter nutzen. Finde ich eine äußerst geile Sache, habe ich so auch bei vielen Osmoseanlagen immer vermisst. Aber hier ist sie tatsächlich dabei. Finde ich mega, mega geil. So, was haben wir noch? Wir haben Schläuche, ich glaube viermal jeweils 1 Meter dahin. So, viermal jeweils 1 Meter. Die kann ich mir dann dementsprechend dann auch zurechtschneiden, so wie ich sie brauche. Und ganz wichtig natürlich unser Schlüssel, um den hier dann zu öffnen. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, wie ich am besten dran komme. Und ihr seht schon selber, wir haben hier dementsprechend viele Anschlüsse vorne dran und mit verschiedenen Farben. Was diese Anlage hier zu einer Professional macht, ist, dass wir hier ein, muss ich euch hier mal zeigen, da unten sitzt es, ein Sicherheitsventil drin haben. Wir haben einmal, ich glaube, ich weiß jetzt nicht die genaue Reihenfolge. Wir haben so, ich habe mich gerade mal kurz belesen, weil muss man ja auch richtig erzählen hier. Also, der rote ist der Frischwasserzulauf. Der gelbe ist für einen normalen Anschluss zum Osmosetank, also sprich, wo es ganz normal reinläuft. Und dann haben wir den schwarzen. Schwarz ist natürlich klar, Abwasser. Und wir haben den blauen hier. Der blaue ist ein Anschluss für einen Druckanschluss. Also sprich, wenn ich dann Wasserhahn oder ähnliches dran anschließen möchte oder einen Schwimmschalter. Nämlich über diesen Anschluss hier ist es im Endeffekt so, wenn ich den nutze, den werde ich jetzt nutzen, dann wird dieses Mehrwegeventil da unten kommt zum Einsatz, weil das sorgt im Endeffekt dafür, dass wenn der Druck in der Leitung, also sprich zum Osmosetank oder hier oben halt, ansteigt, dass dann dementsprechend dieses Mehrwegeventil dicht macht und die Osmoseanlage im Prinzip stilllegt, sodass kein weiteres Wasser nach oben gedrückt wird mit hohem Druck. Das ist das eine. Und wir haben natürlich hier an der Seite eine entsprechende Druckanzeige, ölgedämpft das Ganze, die mir den aktuellen Eingangswasserdruck anzeigt. In der Regel sollte er so zwischen 3 und 4 Bar liegen. Wenn man weniger hat, kommt natürlich ein schlechteres Abwasserverhältnis hinzu. Wir haben jetzt hier bei der bei der Osmoseanlage ein entsprechendes Abwasserverhältnis von 3 bis 4 zu 1. Das ist, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt andere Anlagen dagegen setzt, wie zum Beispiel eine Platinumleine, die fast 1 zu 1 kann, bei den entsprechenden Grundvoraussetzungen, ist das natürlich recht schlecht. Ich arbeite schon seit Jahren mit so einer Anlage und habe die entsprechende Wassermenge als Abwasser und ich mach mir jetzt da nicht wirklich einen Kopf drum. Deshalb ist das auch für mich erstmal so in Ordnung. Meine Einstellung. Grundsätzlich ist es so, bevor wir die Anlage in Betrieb nehmen, müssen wir so ein paar Kleinigkeiten beachten. Als erstes müssen wir natürlich gucken, dass wir die Membran einsetzen. Und was auch wichtig ist, die Filter sind zwar hier oben schon angeschlossen, aber dieser Aktivkohlefilter hier oben, der muss einmal gespült werden. Da muss einmal der ganze Schmodder, der ganze Dreck raus. Das macht man am besten, indem man das Ganze
ich sage jetzt mal, wir haben hier hinten die entsprechenden Anschlüsse, die kann man kurz abnehmen, den Filter rausnehmen und einmal, ich sage mal, direkt am Frischwasser anschließen, einmal durchpusten, bis dann nur noch sauberes Wasser rauskommt, dann wieder einsetzen, anschließen, das Ganze dicht gucken, dass beim Einsetzen immer dass die Verschlüsse bis wirklich hinten durch sind und dann erst ein Stück rausziehen, um diese Sicherungsstifte hier hinten, die blauen Ringe, da vernünftig reinzusetzen. So, ich werde jetzt mal kurz hingehen und die Membran einbauen und dann sehen wir uns wieder. So, Membraneinbau. Ich mache hier mal so ein bisschen Luft, damit ihr das ein kleines bisschen seht. Ich nehme auch gleich den entsprechenden Aktivkohlefilter raus, damit ich ihn spülen kann. Wir können das Ganze hier oben anheben. Die sind einfach nur aufgeklickt. Und dann kann ich das schon mal so zur Seite legen. Wichtig ist grundsätzlich, dass man darauf achtet, dass es in der richtigen Richtung wieder installiert wird. Um das Ganze zu öffnen, ziehe ich mir hier oben die blauen Sicherungsringe raus. Übrigens, hier ist noch ein Tütchen dabei mit Ersatzringen, weil die Dinger schon mal ganz gerne schnell Beine bekommen. Und dann kann ich das da hier oben auseinanderziehen. So. Macht euch am besten im Vorfeld ein Foto, wie es aussah. Nein, so schwierig ist es nicht, aber es hilft. So, jetzt habe ich hier den Aktivkohlefilter. Den werde ich jetzt gleich einmal unten an meiner Anlage kurz anschließen, durchlaufen lassen, damit er gespült ist, damit der Dreck daraus ist, weil dieser Dreck bzw. dieser Rest Kohle, der da drin ist, der kann uns die Membran schon frühzeitig versauen. So, dann haben wir hier auch noch einen Sicherungsstift, das gleiche Spiel. Um die rauszukriegen, nicht einfach ziehen, sondern ich muss diesen kleinen Ring eindrücken und dann kann ich den Schlauch herausziehen. So. Und jetzt kann ich hingehen und das Ganze hier anheben. Und jetzt kann ich den hier oben schon mal aufmachen. So. Alles leer. Klar, logisch. Jetzt brauche ich kurz eine Schere, weil ich nämlich keine habe. Wir machen einen kleinen Schnitt, bin sofort wieder da. So, da ist er wieder. Zeitsprung. Einmal die Verpackung aufschneiden. Und so sieht das ganze gute Stück aus. Wir haben hier oben eine Dichtung und wir haben hier unten eine. Und genau so kommt das Ganze dann auch hier unten rein. Also ich setze sie so in das Gehäuse ein und drücke sie bis nach unten. Sie muss unten einrasten, das ist wichtig. Dann kommt der Verschluss wieder drauf. So, dass das auch alles passt. Und dann muss ich hier darauf achten, dass ich die Schläuche nicht knicke beim Einsetzen. Zack, da ist sie wieder drin. Den Schlauch da hinten bis zum... Also ich muss den bis zum Anschlag reindrücken. Na, kommst du jetzt her, du Sicherungsring. So, eindrücken und dann hier einfach drauf und dann ist das Ganze gesichert. Das Gleiche und dann anschließend hier mit der Kartusche. Da machen wir jetzt gerade noch mal kurz einen Schnitt und ich werde dann diese Kartusche einmal durchspülen und dann bauen wir sie hier wieder mit ein. Bis gleich. So Leute, ich habe euch mal mit in den Hexenkessel Keller genommen. Ich muss gerade eben mal kurz ein paar Ventile umstellen, damit das jetzt hier gleich auch funktioniert. Und zwar bin ich jetzt hingegangen und habe jetzt hier von meiner alten Anlage das Abwasser genommen. Und das Abwasser habe ich jetzt hier an meinen Filter angeschlossen. Und hier habe ich einfach nur ein Schläuchlein und das lasse ich jetzt gleich reinlaufen. Dann drehen wir das Ganze mal auf und dann spülen wir mal eben die Kartusche durch. Dauert einen kleinen Moment, bis das Ganze dann, bis da Wasser angekommen ist. Was auch noch wichtig ist, ist natürlich die Flussrichtung beachten. Und wir schauen dann jetzt gleich mal weiter. Wir machen kurz einen Schnitt, bis da Wasser rauskommt. Und dann zeige ich euch genau, wie dreckig das ist. So, da kommt jetzt das Abwasser, also das ist das Abwasser von meiner normalen Anlage her. Und ihr seht, da unten sind ein paar Schwebeteilchen drin. Das ist recht grau, das Ganze. Das lasse ich jetzt ein paar Minuten laufen, bis das einigermaßen hell ist und danach kann ich die Kartusche ohne Probleme setzen. Solltet ihr auf jeden Fall bei jeder
aktiv Kohlekartusche machen, das ist wichtig. Weil ansonsten habt ihr das Zeug ja dann dementsprechend in der Membran drin. So Leute, da bin ich wieder oben und jetzt müssen wir das Teil auch wieder einbauen, dass das auch vernünftig funktioniert. So, da steht die Flussrichtung drauf, hier oben kommt es raus, das heißt, das ist der richtige Anschluss. Einmal da rein, habt ihr gehört, und da tropft es schon einmal da runter. Jetzt müssen wir die beiden nur noch wieder miteinander verbinden, wäre praktisch gewesen, hätte ich das vorher gemacht. Einer reicht normalerweise, aber zwei sind besser. Sauber fixiert. Jetzt kommen noch die entsprechenden Sicherungsringe rein. 1, 2, 3, wo ist er? Seht ihr, da laufen sie schon weg. So, und die Anlage ist somit eigentlich schon startbereit. Jetzt habe ich ja gesagt, Osmose Upgrade ist ja einerseits die Anlage. Ich hatte aber auch im letzten Video erzählt, dass ich auch dementsprechend da noch das entsprechende Harz einsetzen will. Das haben wir nämlich hier. Das Indikatorharz. Das hier ist 1 Liter. Den werde ich unten in meine Klarglas-Kartusche einsetzen. Hinter die Großkartusche, in der vorderen Kartusche, habe ich 4 Liter drin. Das ist dann hier der 5. Liter. Und die zeigen mir dann an bei Verfärbung, wenn das Harz verbraucht ist. Also sprich, wenn mein normales Harz hinten nicht mehr ausreicht bzw. nicht mehr aufnahmefähig ist, geht es hier dran. Und wenn das sich dann verfärbt, dann weiß ich, alles klar, ich muss beide austauschen. Das ist der Plan. Und wo wir dann gerade jetzt schon beim Austauschen sind. Die Anlage ist relativ günstig im Vergleich zu allen anderen. Also ich sage jetzt mal, ich habe sie teilweise gesehen für die 200er, glaube ich, für knapp an die 100 Euro. Und viele gehen ja hin und sagen, okay, bevor ich mir da jetzt neue Kartuschen oder ähnliches kaufe, das wird mir zu teuer, da kaufe ich mir lieber eine neue. Aquamedic ist aber jetzt hingegangen und diese Anlage hier liegt, glaube ich, so um die 90 Euro, habe ich sie gesehen im Netz. Wird es schon für angeboten. Aquamedic ist hingegangen und hat jetzt entsprechende Filtersets im Angebot bzw. zum Verkauf. Für die Professional Line und auch für verschiedene andere müsst ihr mal bei Aquamedic auf der Seite gehen. Schreibe ich euch runter in die Infobox. Da könnt ihr sehen, für welche Größen das gibt. Und zwar bestehen diese Filtersets aus genau diesen Kartuschen, die wir brauchen, um einmal die Osmoseanlage komplett zu erneuern. Das heißt, wenn ich nämlich diese Filter hier einmal ausgetauscht habe, habe ich im Prinzip eine komplett neue Osmoseanlage. Also sprich, alles nochmal auf Null gesetzt. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, die Dinger sind nicht so teuer, wie sie eigentlich normalerweise sind, wenn man sie einzeln kauft. Das Paket hier habe ich schon für 45 Euro gesehen. Sprich, einmal Aktivkohle, einmal Sedimentfilter und die 150 GP Membran für das entsprechende Gerät hier. So Leute, eine Kleinigkeit habe ich noch. Und zwar geht es sich um die Filtersets. Da gehen wir noch mal kurz im Genaueren drüber ein. Einmal, ihr seht, es sind jetzt alle Versionen der EasyLine Professional hier verfügbar. Und zu den Filtersets, da gibt es noch zusätzliche Informationen, da gehen wir jetzt mal drauf. Und zwar geht es sich darum, ihr seht es schon oben rechts im Bild, Filterset. Also hier steht Filterset und Membran. Und die Filtersets an sich, sprich Sedimentfilter und Aktivkohlefilter, können wir auch separat kaufen. Das heißt, es gibt ein separates Paket. Gerade diese Filter sollte man so ein- oder zweimal im Jahr nochmal zusätzlich wechseln zur Membran. Und damit wir nicht das Komplettpaket von 46 Euro, sage ich jetzt mal, kaufen müssen, ist Aquamedic hingegangen und bietet halt jetzt einen Sedimentfilter und einen Aktivkohlefilter an, passend für alle EasyLine-Anlagen und passend für alle EasyLine-Professional-Anlagen. Drin ist, wie gerade gesagt, Feinfilter und Aktivkohle und Kostenpunkt liegt so Pi mal Daumen zwischen 14 und 16 Euro, habe ich im Netz gesehen. Heißt also, wenn ihr den kleinen Service an euren Anlagen macht, braucht ihr halt nur die kleinen Filter, also sprich Feinfilter und Aktivkohlefilter und dann einmal im Jahr, wenn
dann die Kartusche, also die Membran ausgetauscht wird, einmal das Komplettset nehmen und dann seid ihr damit auf der sicheren Seite. So, jetzt gehen wir aber gleich runter in den Keller, damit ihr seht, was ich da unten verbrochen habe. Ja, ich würde sagen, ich baue das Ganze jetzt mal zusammen und dann sehen wir uns dann anschließend im Keller wieder. So Leute, da sind wir im Keller. Die Anlage ist verbaut, wie ihr seht. Und ich habe sie so angeschlossen, wie ich es euch gesagt habe. Wir haben also einmal hier den Frischwasserzulauf, hier den entsprechenden Ablauf, der hier unten in meinen in mein Abflussrohr reingeht. Ihr seht, da unten ist eine, oder mache ich euch ein Bild von, da ist ein kleines Loch, das habe ich einfach nur reingesteckt, da läuft das Abwasser rein. Und hier ist dann der Druckanschluss, der dann über meine beiden 1 und 2 Kartuschen Harz geht. Einmal 4 Liter ganz normal MB400 und hier haben wir das entsprechende Indikator Harz drin, was mir dann anzeigt, wenn die entsprechende Laufzeit erreicht ist. Also sprich, wenn das Harz hier drin verbraucht ist, dann geht es anschließend hier rein. Ihr seht, die Reihenfolge läuft hier dementsprechend durch und hier geht es dann zurück, beziehungsweise ich kann auch hier runtergehen. Da hinten in der Ecke habe ich noch ein Osmosefass stehen. Das entsprechende Fass kann ich befüllen, wenn ich das möchte. Und hier oben geht es dann, hier sitzt übrigens noch ein Rückschlagventil. Das habe ich jetzt hier unten angebracht, anstatt oben. Funktioniert hier unten besser. Und ja, was soll ich sagen? Druck ist keine Hexerei mittlerweile. Ich habe hier hinten meine Umgehung habe ich jetzt aufgelöst, weil ich diesen Hahn hier brauchte, um den Druck weiter runterzusetzen. Das hier ist das Netzteil, um meine beiden Magnetventile dahin zu schalten. Ich stecke die mal ein. Ihr seht, der Druck geht hoch. Und wenn ich das jetzt möchte, schalte ich es einfach mal ab. Dauert ein kleines bisschen. Dann baut sich hier ein Druck bis 5 Bar auf. Und ab 5 Bar geht dieser Sicherheitsschalter hier hin und macht komplett alles dicht. Jetzt hat er schon die Anlage fördert. Sie fördert auch weiter, aber wenn sie gleich dicht macht, machen wir gleich einen kleinen Zeitsprung. Und dann hier drin muss ich erstmal einen Druck aufbauen. Das ist der Grund, warum das gerade jetzt etwas dauert. Aber wenn der Druck aufgebaut ist, dann macht die Anlage direkt dicht. So, 5 Bar sind erreicht und ihr hört es auch, glaube ich, nicht mehr plätschern. Das heißt, das Rückwasser selber läuft nur noch zu einem ganz, ganz, ganz geringen Maße hier. Nee, noch nicht mal. Also komplett abgestaltet. So soll es sein, wenn der Druck erreicht ist. Also sprich, wenn ich jetzt hier den Hahn offen hätte nach oben, da habe ich einen Schirmerschalter. Genau das gleiche habe ich unten in meinem Fass drin. Wenn sich da dementsprechend dann der Druck aufbaut, also sprich das Ding zumacht, dann baut er sich hier auf bis auf 5 Bar, macht den Schalter zu und die Anlage steht still. Und so ist es im Endeffekt auch gedacht. Um das Ganze jetzt wieder in Betrieb zu kriegen, schalte ich mal auf. Muss ich erst gucken, dass die Anlage bis runter so knapp unter 2 Bar geht. Das heißt, ich muss den Wasserdruck jetzt einmal tatsächlich runternehmen. Also jetzt haben sich meine Magnetventile zugemacht. Und der Druck muss bis unter 2 Bar gehen, damit dann anschließend der Sicherheitsschalter da wieder freigeben kann. So, das sollte jetzt der Fall sein. Vorführeffekt, ihr wisst. Zack, ihr habt es gehört. Er hat wieder freigegeben. Und es fängt jetzt gleich auch wieder an zu plätschern. Da fängt es wieder an. Das Abwasser läuft. Das andere Wasser läuft dann dementsprechend nach oben. Hier habe ich noch zusätzlich mir organisiert, ist hier und hier hinten installiert. TDS-Meter werde ich demnächst dann auch in digitaler Form wahrscheinlich bekommen, was ich dann mit oben am Becken anschließe, damit ich auch sehe, wann auch dann tatsächlich das Harz verbraucht ist, sollte ich das jetzt mal nicht im Auge behalten. Ja Leute,
Jetzt habt ihr die Installation meiner Osmoseanlage gesehen. Ihr habt gesehen, wie ich da unten mit den beiden Magnetventilen gearbeitet habe, mit der anschließend nachgeschalteten Harzkartusche, beziehungsweise den beiden Harzkartuschen, einmal 4 Liter normal MB400 und einmal das Indikator-Harz, was ich jetzt hier neu einsetze. Ja, alles in allem, die Anlage ist zu meiner vollen Zufriedenheit. Ich finde es so gut, was ich komischerweise noch nicht wusste, dass ich so viel Betriebsdruck auf der Anlage, auf meinem System hier habe. Wir liegen hier relativ flach, ungefähr, glaube ich, 15 oder 20 Meter über dem Meeresspiegel. Unser Wasserturm steht ziemlich hoch auf einem Berg. Also ja, dass es tatsächlich so viel ist, ja. Ist aber interessant, wenn man dann auch einen Manometer hat. Alles in allem, wie gesagt, ich bin mit der Anlage zufrieden. 600 Liter am Tag, was sie maximal fördern kann bei bester Bedingung, ist für mich in Ordnung. Der Preis, den ich gesehen habe für, lass mich nicht lügen, 80 Euro, ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Dafür, dass ich einmal die Sicherheitseinrichtung, Manometer und die Abschaltung noch dazu habe, ist für mich ein sehr, sehr guter Preis. Und was ich natürlich geil finde, dass die Ersatzteile da oben mit dabei, beziehungsweise man die jetzt kriegen kann zu einem recht günstigen Preis und nicht immer, ich sag mal, Großpakete sich suchen muss von anderen Herstellern. Es kann sein, dass es hier und da vielleicht ein bisschen günstiger ist, aber 46 Euro für dieses Paket hier, für die 150er Anlage, habe ich gesehen im Netz, ist somit in meinen Augen, ja, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und dann muss man nicht unbedingt hingehen und die komplette Anlage neu kaufen, was man hier und da schon mal macht. Oder was ich gehört habe, dass andere machen. Ja, wie gesagt, ich setze das jetzt hier komplett automatisiert ein. Und ihr werdet in meinen Tagebüchern definitiv mehr darüber noch erfahren, wie die Anlage sich schlägt, wie das Abwasserverhältnis ist, wie lange das Harz hält, etc. pp. Bleibt mir also treu auf meinem Kanal, schaut euch meine Tagebücher an. Und ja, ich würde sagen, ich habe mal wieder genug gelabert. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Weiber. Ciao.